Dieses, ich muss ein Projekt fertig bekommen, ich muss eine Publikation haben. Ohne diese Publikation bekomme ich die Forschungsgelder nicht. Ohne die Forschungsgelder bekomme ich den nächsten Job nicht. Da ist meine Karriere ruiniert. Das ist das, was viele Leute dazu bewegt, das auszuhalten, mitzumachen. In dem System zu bleiben und das Spiel mitzuspielen, anstatt sich zu wehren. Neoliberalismus war das große Thema. Wenn ich heute Leute, die sich ganz kräftig empören, frage, wo wart ihr eigentlich beim, wieso Neoliberalismus, haben wir gar nicht mitgekriegt, was war denn da? Tja, also was war dann nochmal der Hintergrund? Flexibilisierung vom Arbeitsmarkt, Deregulierung, Privatisierung, Finanzierung durch Drittmittel, private Geldgeber, Forschung und Studien mit vorgegebener Zielsetzung, derjenige, der die Party bezahlt, bestimmt, welche Musik läuft, ansonsten derjenige, der die Entscheidungsgewalt hat, aber der wird teils auch von jenem bzw. von jenen bezahlt, irgendwie so. Und dann gibt's noch Steuererleichterungen für Leistungsträger und auf der Unterseite Existenzminimum und Verpflichtung zur Übernahme einer jedweden prekären Beschäftigung. Also überall Angst vor sozialem Absteigen und sozialer Härte als Motivation für Duldsamkeit, Hingabe und Opferbereitschaft. Also künstliche Nachfrage mit Arschtritt nach schlecht bezahlten Jobangeboten und somit generelle Lohndrückung auf der Unterseite, Absenkung vom Lohnniveau, Geldsorgen, Zukunftsangst, begleitend dazu Stagnation der Geburtenrate, Demografieproblem und andererseits internationaler Fachkräftewettbewerb teils zu Top-Konditionen, freier Verkehr von Menschen, Kapital, Waren und Dienstleistungen über alle Grenzen hinweg, vom Tellerwäscher zum Millionär, in der Welt der unbegrenzten Möglichkeiten, eine runde American Dream für alle, mit Realwirtschaft ohne Kaufkraft in der Breite und dafür mit also BIP-relevanten Finanz- und Rüstungssektoren, eine Erfolgsgeschichte, koste es, was es wolle, ohne Schmerz kein Wachstum, von der Gosse bis hin zu den Sternen.